Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht aus Erinnerung, dass wir direkt aus Masyaf gekommen sind, aber scheinbar sind wir das nicht. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg nach, nach Akkon, so wie die Ausrichtung gerade ist. Und ich habe auch wieder ein bisschen in den Konfigurationen rumgespielt. Ich meine, scheinbar haben wir hier beim letzten Mal noch irgendeinen Turm bestiegen oder so. Ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Aber macht doch nichts. Ich habe jedenfalls nochmal in den Konfigurationen rumgespielt. Und vielleicht seht ihr das. Die Kanten sind jetzt ruhiger. Und nicht mehr so pixelig. Ich meine, wir hatten hier eine Auflösung über HD in 1440p. Aber trotzdem konnte man das ein bisschen sehen. Und das Multisampling, die Kantenglättung, war ja deaktiviert. Und ich habe eben erst herausgefunden, woran das liegt. Nämlich, als Assassin's Creed auf den Markt kam, waren die der Meinung, alle Auflösungen über 1600p, glaube ich. Oder, nee, über 1600 Pixel in der Breite, also unter HD. Ich meine, Auflösungen, die heute als klein gelten. Sobald man diese Auflösung eingestellt hat, hat das Spiel gesagt, hey, du brauchst keine Kantenglättung. Wenn du die jetzt aktivierst, ist die Anforderung an deinen Computer viel zu hoch und da wird es nur so viele Probleme geben und deshalb deaktivieren wir das, weil wir das besser wissen als die potenziellen User, die alles aktivieren und auf Maximum stellen und da läuft das Spiel wie Hund. Heute spiele ich jenseits von HD und nicht darunter und kann das Supersampling nicht aktivieren, weil das Spiel sagt, nö, das ist zu anspruchsvoll. Aber wenn man in den Ordner geht, kann man eine kleine Textdatei bearbeiten und es da erzwingen. Und jetzt habe ich diese hohe Auflösung und Supersampling. Und ich meine, ich habe über 120 Frames. Ich meine, da passiert jetzt auch nichts mehr, ne? Also, es ist egal. Ich habe seit gestern hier eine neue Grafikkarte drin. Von daher, alles absolut gar kein Problem, was die Performance angeht. Das Spiel ist 14 Jahre alt. Es ist nur interessant, dass so eine Beschränkung drin ist. Und, oh, da war ein Templer. Ah, warte, das ist ein Templer? Aber wir haben doch jetzt unseren Konterangriff. Das können wir mal probieren, ob das was wird. Oh, zu früh. Jawohl, da war der Konterangriff. Sehr gut. Da hat er meinen Block aufgemacht, was natürlich schlecht ist, und wieder aufgemacht. Und da haben wir richtig gekontert. Sehr schön. Und wenn er am Boden liegt, können wir auf ihn einstechen. Sehr gut. Tempel eliminiert. Ein von 60. 60? Ha! Ein von 60. Müssen wir kurz auf die Karte gucken. Okay, da links von uns müsste es eigentlich einen Turm geben. Oh ja, da geht es weiter. Guck mal, hatte ich gar nicht gesehen. Okay, weitergehen ist jetzt natürlich auch wieder ein großes Wort. Ach so, da können wir rüberspringen. Okay, ich dachte, das wäre nur ein Abhang. Deshalb werden wir da mal rüberspringen. Und hoffen, dass das Pferd das auch hinkriegt. Ja, tötet ihn! Weißt du, ich komme hier hin und das Erste, was ich höre, tötet ihn! Das ist aber nicht nett. So, wir müssten eigentlich ziemlich genau auf dem Weg zu einem Turm sein. Da hinten ist einer, sehr gut. Da hinten ist ein Turm. Oh, das ist ein bewachter Bereich hier, deshalb. Okay, ich glaube, da werde ich nochmal kämpfen müssen. Weil hier ist irgendwie ziemlich gefährlich. Es sei denn, wir können jetzt schnell genug auf den Turm raufklettern und dann wieder runterspringen. Und dann sind wir nämlich im Heu drin und versteckt. Sie können aber auch Steine nach uns werfen und dann fallen wir runter. Das kann natürlich auch passieren. So, jetzt kommt mal her. Und Konterangriff, sehr gut. Es kann natürlich auch sein, dass normale Wachen trotzdem nicht mit einem Schlag getötet werden. Normalerweise werden sie es so. Manche Wachen sind halt stärker. Und es kann immer passieren, dass wir vielleicht innerhalb der Story generisch stärker werden. So von wegen wieder befördert oder so. Und dann können wir die Wachen vielleicht leichter besiegen. Das ist immer möglich. Aber es gibt keine direkte... Oh Gott, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dieser Typ da hinten mit dem Deckel als Helm. Das ist einer von diesen bösen Wachen, die so einen flachen Kopf haben. Nicht die mit diesem runden Kopf, sondern der aussieht, als hätte er einen Eimer auf, der hier ganz unten. Das ist ganz schlecht. Das sind starke Wachen. Es ist natürlich gut, wenn die hier in der Nähe von unserem Pferd sind, weil es kann immer sein, dass unser Pferd nach den Gegnern tritt, wenn sie hinter ihnen stehen. So zum Beispiel. Spür die Rache Gottes, ja. Oh, da hat er eben seinen Kumpel getötet. Sehr gut.
Okay, ich glaube, eben wurde ich von meinem eigenen Pferd angegriffen. In den Kampfsituationen ist es immer ein bisschen aggressiv. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Und ohne den Konterangriff hätte ich das nicht geschafft. Und ihr habt es ja bei dem Templer gesehen. Wenn der erstmal durch einen Konterangriff am Boden liegt, dann kann man ihn relativ gut so besiegen. Oh Gott! Tod! Na toll, das ist der erste Tod. Das Problem war, die haben einen Angriff, der meinen Block sofort öffnet. Und so einen Angriff kann ich nicht kontern. Das heißt, es gibt Angriffe, bei denen muss ich einfach sagen, okay, den muss ich jetzt einfach einstecken. Und dementsprechend werden Kämpfe leichter, wenn wir im Spiel vorwärts kommen. Einfach nur aus dem Grund, weil wir mehr Energie haben und es manche Angriffe gibt, die wir einstecken müssen. Sozusagen. Weil ich glaube, es gibt kein Konter gegen diesen Angriff. Wenn die meinen Block öffnen, dann kann ich nichts mehr machen. Aber ihr seht, das Kantenflimmern ist weg. Es läuft hervorragend. Und mehr kann man sich nicht wünschen. Also wirklich nur eine kleine Textdatei editiert und dann hat man wieder Super Sampling. Meine selbstverständlich wäre das zu dieser Zeit, als das Spiel rausgekommen ist, nicht möglich gewesen, die Leistung aufzubringen, die man gebraucht hätte, um das zu realisieren, was wir jetzt gerade haben. Inklusive einer Aufnahme. Kann ich den hier nicht reinziehen und... Nee. Scheiße. Assassine, ja. Wir werden mal hier einfach... Ups. Wir werden hier einfach mal nach Akkon reiten. Okay. Rechts rum, praktisch 180 Grad. Und da müssten wir eigentlich nach Akkon kommen. Genau, da. Da ist der Weg. Okay, wunderbar. Habt ihr eben gehört, der hat auch wieder... Ich weiß nicht, was die sprechen. Sprechen die Hebräisch? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber es klingt immer so ein bisschen Französisch, finde ich. Vielleicht klingt Hebräisch auch ein bisschen wie Französisch. Ich weiß nicht, aber so von der Aussprache her klingt es immer ein bisschen Französisch angehaucht. Und warum sind die ganzen Bäume umgeknickt hier? Guck mal, das sind nicht die ersten Bäume, die ich sehe, die hier so umgeknickt sind. Das sind mehrere und das wundert mich ein bisschen. Na ja, gut. Das hier passiert oft, dass wir durch das Königreich laufen und da ist einfach so eine Gruppe, die uns dann angreifen will und wir können einfach wegrennen. So, das ist absolut kein Problem. Aber da ist ja nochmal ein Turm. Wir wollen es erstmal verstecken. So, werden wir anonym. Und da ist ein Turm. Ich meine, wir könnten jetzt die Wachen besiegen, die davor stehen. Aber wie immer, wenn die uns nicht als verdächtig ansehen, gibt es keinen Grund. Sie sehen uns aber als verdächtig an. Okay, dann nehmen wir jetzt mal unsere versteckte Klinge. Oh nein, seht ihr, er hat das geblockt. Das ist das, was ich vor einer Zeit einmal gesagt hatte. Und ihr seht das auch immer, wenn Altair so eine komische Bewegung mit seinem Schwert macht, die nicht aussieht wie ein Angriff, sondern als ob er nur eine 8 in die Luft zeichnet, dann ist es die Bewegung, dass ich meinen Konter zu früh gemacht habe. Und wenn ich den zu früh gemacht habe, dann ist mein Block offen und dann kann ich getroffen werden. Das ist immer der Punkt. Es geht buchstäblich nur darum, geduldig zu sein. Na, was ist hier? Warum kann ich den Toten da links immer noch anvisieren? Es macht schon was, verdammt. Was soll denn der Mist? Ihr müsst was machen, ich konter... Okay. Das ist eben ein Konter, der ins Leere ging. Das ist halt die Angriffstaste, während ich blocke. Und dadurch drückt man die gerne mal aus Versehen. So. Ach, der ist noch gar nicht... Okay, der war nur festgeglitscht. Auch interessant. Mich wundert gerade ehrlich gesagt so ein bisschen die Musik, die wir die ganze Zeit hören. In den Kämpfen. Weil das eine Musik ist, die klingt für mich eher nach God of War. Und ich weiß nicht, wo die jetzt auf einmal herkommt. Die kommt mir nämlich nicht bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, es ist auch nicht so dramatisch. Altair, wir sind hier kurz vor Akkon, wo ich eigentlich nach Jerusalem wollte, aber auch nur, weil ich den Namen kenne. Es ist eigentlich egal. Nicht, dass ich durch die Aktivierung des Super-Samplings oder Multisamplings jetzt irgendeinen geheimen Soundtrack aktiviert habe. Das wäre natürlich auch sehr seltsam. Oh Gott. Jetzt geht das wieder los. Da war ich doch sogar schon drin. Ich war doch sogar schon drin in diesem Heuhaufen. Beim Runterspringen dachte ich daran. Da hatte ich mich wieder dran erinnert beim Runterspringen. Dachte, ja, scheiße. Oh, diesmal wurde hier oben gespeichert.
Okay, interessant. Dann probieren wir es gleich nochmal. So, und wollen mal sehen, ob das jetzt nochmal passiert. Jawohl, es ist nochmal passiert. Und dann fällt er in das Heu rein. Okay, das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich schlecht, das hatten wir jetzt schon mal. Vor allem, ihr habt das ja jetzt gesehen, wenn wir runterfallen, dann werden wir sofort wieder beobachtet. Das heißt, diese Gegner, die wir vorher getötet haben, die sind jetzt respawned. Und das ist natürlich doof, das heißt, ich muss die alle nochmal besiegen. Oder ich muss halt schnell genug auf das Pferd draufkommen und schnell abhauen. Das weiß ich jetzt noch nicht, das werden wir gleich mal sehen. Okay, auf der Seite ist jedenfalls keiner. Wenn vielleicht wird auch einfach nur so ein bisschen Verdacht erregt, wenn wir einfach so aus dem Himmel fallen. Vielleicht ist das auch so ein Punkt. So, oh Gott. Okay, da stand ja doch einer. Wo kommt der denn her? Ich habe da eben runtergeguckt und da war keiner. Okay, beten. Ach nee, wir müssen nicht beten. Es wurde doch gespeichert, das war der Einzige, der überlebt hatte. Okay, die Leichen sind jetzt weg, aber das ist eigentlich egal. Wir müssen nach links. Da müssen wir hin, da nach Akon, zu dem Kreuz. Ist interessant, dass das normale Kreuz, oder dieses... Ja, es ist ein Kreuz. Dass das Akon ist und Jerusalem ist ein Kreuz mit noch was anderem dran. Meine, keine Ahnung, ob das irgendwelche geschichtliche Relevanz hat, diese Symbole, oder ob diese sich für Assassin's Creed ausgedacht haben. Habe ich absolut keine Ahnung. Ich würde beides für realistisch halten. Ich weiß es echt nicht. So, hier sind jetzt wieder Wachen. Wir dürfen natürlich die Wachen nicht mit unserem Pferd anrennen. Ja, tut das nie wieder. Das ist so ungefähr wie in GTA. Wenn ich mit einem anderen Auto zusammenstoße oder wenn ich mit einem Polizeiauto zusammenstoße. Das heißt, ich kann hier über Bürger hinwegreiten, aber bloß nicht überwachen. Und vielleicht habt ihr das schon gemerkt, die andere Stadt, in der wir zuerst waren, ich habe den Namen vergessen, war mehr so bräunlich. Und Akon hier ist mehr so in einem grünlichen Farbton. Also, auch wenn es vielleicht albern klingt, aber die Städte haben alle so einen unterschiedlichen Teint. Und es ist alles irgendwie so ein bisschen andere Farbpalette. Hier ist es sehr grün. Und das frischt tatsächlich das Spiel an sich etwas auf, auch wenn man es nicht denken würde. Sehr schön. Das wird kein Problem sein. Wir werden jetzt so einfach hier durch die ganzen Gegner durch. Fantastisch. Und das ist hier eher das, was ich meinte mit die greifen nacheinander an. Einer greift an und den kann ich kontern. Und das war eben angetäuscht. Und das war zu früh. Meine einer greift an, den kann ich kontern. Und während ich den töte und der am Boden liegt und schreit, greift mich kein anderer an. Also niemand würde meine Angriffe unterbrechen. Und das ist so das, was ich meinte mit, die greifen nacheinander an. Weil sie das auf den ersten Blick nicht tun, aber auf den zweiten Blick schon. Es ist halt immer scheiße, wenn die so nach vorne gehen und antäuschen. Aber der da eben so stand und sich und weggeguckt hat, weil er es nicht ertragen konnte, der hatte gerade seine Verteidigung unten und die kann man dann relativ leicht töten. Das sind dann die erschrocken sind oder geschockt von dem Attentat und die kann man dann relativ leicht besiegen. Hallo! Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Wenn sie immer sagen würden, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Mann verhält oder so. Aber ein wahrer Held? Ein Held ist ja jetzt nichts, wozu man geboren ist oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich immer ist ein bisschen seltsam. Außerdem gibt es irgendwie nur drei Sätze, die die Leute sagen können und deshalb wiederholt sich das oft. Übrigens haben wir jetzt mehr Synchronisation bekommen, ne? Oder ich glaube sogar vorher schon mit dem Besteigen des letzten Turmes, wo ich zweimal gestorben bin. Damit hatten wir schon das optionale Ziel. Jetzt haben wir 7 Energiepunkte. Wunderbar. Ich hatte auch gemerkt, dass wir öfter mal 2 Energiepunkte verlieren, wenn unser Angriff gekontert wird. Oder wenn mein Block geöffnet wird, dann verliere ich gerne mal 2 Punkte. Ich bin mir nicht so sicher, woran das liegt. Vielleicht ist es später nicht mehr der Fall. Na gut. So. Jetzt kommen wir schon wieder raus. Jetzt ist es in Sicherheit. Und wir sind in Akon.
Und es ist alles ein bisschen grünlich. Obwohl man jetzt nicht behaupten kann, dass überall saftige Wiesen sind und Bäume und sowas, ne? Und Natur. Es hat einfach irgendwie einen grünen Farbton für sich. Hospitaliter-Flaggen. Oder Hospital... Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oh! Ihr seid ja nicht erwünscht. Ihr seid ja nicht erwünscht. Ja, aber du bist ein... Aber du bist ein Bogenschütze. Der kann nicht viel tun gegen jemanden im Schwertkampf. Die können, glaube ich, nicht blocken. Und ihr habt ja eben gesehen, man kann einfach auf den einprügeln und dann fällt er runter und stirbt. Hoch da, Mensch! Und synchronisieren. Komm zurück! Guck mal, wie alle warten da unten und gucken. Du gehörst mir! So, dann wollen wir mal hier schnell runterspringen. Hui! Und gucken, ob das klappt. Jawohl, hat geklappt. Hat aber eben nicht geklappt, weil sie mich gesehen haben. So. Okay, wisst ihr was? Dann kämpfen wir halt. Das ist immer eine Alternative, wenn man keine Lust hat, wegzurennen. Aber dann kämpft man halt. Und wenn alle Wachen tot sind in der Umgebung, dann ist man auch wieder anonym. Ach Gott, immer noch zu früh. Aber habt ihr gesehen, jetzt haben wir nur noch einen Energiepunkt abgezogen bekommen, glaube ich. Ich glaube, einen von den vorherigen und dann noch einen. Ich bin mir nicht so sicher. Ah, da wollte mich gerade wieder greifen. Und ihr seht, wir haben einfach wieder Gesundheit zurückbekommen, weil wir prinzipiell das Credo der Assassinen befolgen. Und das Credo der Assassinen befolgen bedeutet in vielen Fällen einfach gar nichts tun. Wenn wir unauffällig sind, nichts tun und keinen Unschuldigen töten oder irgend so ein Quatsch, denn ist alles in Ordnung. Das Credo der Assassinen ist befolgt, wenn wir gar nichts tun. Buchstäblich.